Forme folgende quadratische Gleichung von der Scheitelform in die allgemeine Form um. Y ist gleich minus 2 mal Klammer auf x minus 3 Klammer zu zum Quadrat plus 4. Wir müssen also diese Gleichung in die allgemeine Form bringen. Zur Erinnerung, die allgemeine Form finden wir in der Formelsammlung auf Seite 13 und hat die Form y ist gleich ax² plus bx plus c. So, wie formen wir diese Gleichung um? Also es geht darum, die Gleichung umzustellen und nichts auszurechnen. Dazu brauchen wir ein paar elementare Gesetze, zum Beispiel Potenz vor Punkt vor Strichrechnung oder eben auch, dass die Klammern ausgerechnet werden sollen. Gut, wir starten mit der Potenz. Durch die Klammer ist das x minus 3 komplett in der Potenz drin. Durch das x können wir es also nicht sofort vereinfachen, sondern wir brauchen hier die Hilfe der sogenannten binomischen Formeln. Finden wir auch in der Formelsammlung auf Seite 7. Da haben wir jetzt x minus 3 stehen und wenn wir in der Formelsammlung schauen, da gibt es die zweite binomische Formel, die heißt a minus b zum Quadrat, also ein Minus in der Mitte. Und wenn wir das umformen wollen, folgt daraus a Quadrat minus 2 mal a mal b plus b Quadrat. Was hier besonders wichtig ist, hier heißt es minus 2 mal diese binomische Formel. Wenn wir jetzt also mit dem Umformen anfangen, ist es auch ganz wichtig, diesen umgeformten Teil der binomischen Formel mal minus 2 zu nehmen. Also, dass wir das in die Klammern schreiben. So, x entspricht hier dem a und die 3 entspricht dem b. Also können wir einsetzen, es fängt an mit a Quadrat, also eingesetzt ist es x Quadrat. Minus 2 mal a mal b, also 2 mal der erste Summand mal der zweite Summand plus b Quadrat, also 3 zum Quadrat und das sind 9. Und die plus 4 schreiben wir noch ab. So, ich mache einen Zwischenschritt zum Vereinfachen. Minus 2 mal x mal 3 ist nichts anderes als minus 6x. Und der Rest kann ich so lange abschreiben. So, nächster Schritt ist die Klammern auflösen. Das heißt, der Faktor vor der Klammer wird mit jedem Summanden in der Klammer einmal multipliziert. Also minus 2 mal x Quadrat, jetzt minus 2 mal minus 6, minus mal minus sind plus, 2 mal 6 sind 12 und ein x ist auch noch dabei. Geht es weiter, minus mal plus sind minus und 2 mal 9 sind 18. Und zum Schluss kommt noch ein plus 4. Jetzt noch den hinteren Teil zusammenfassen. Minus 2x² plus 12x minus 14. Und damit haben wir die allgemeine Form. Y ist gleich ax² plus bx plus c. Und wir sind fertig.